Mahlzeit, meine Damen und Herren. Stehen wir wirklich kurz vor einer Einigung im Handelsstreit? Die US-Märkte glauben es, der DAX, wir sehen es, ist ein wenig vorsichtig. Der US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow hat am Freitag gesagt, wir stehen kurz vor einer Einigung. Zitat. Deswegen der Dow über 28.000 Punkte zum ersten Mal in seiner Geschichte. Also Larry Kudlow hat die Märkte angetrieben. Der DAX bleibt aber vorsichtig. Und auch aus China sind vorsichtigere Töne zu hören. Hier hört man nur, es gab konstruktive Gespräche. Es gibt immer noch keine konkreten Zahlen, wie viel Agrarprodukte China kauft, in welchem Wert und in welchem Zeitraum. Immer noch hier heißt es, ja, die markanten Themen seien angesprochen worden. Aber eine Einigung? Ich weiß nicht. Also ich glaube immer noch nicht, dass die so weiterkommen. Ich glaube, hier hängt wirklich alles an den Strafzöllen. Sobald die USA sagen, wir nehmen die Strafzölle zurück, wird China auch konkreter bei den Agrarprodukten. Aber Trump hat vergangene Woche gesagt, es gibt keine Möglichkeit, erstmal die Strafzölle zurückzunehmen. Also von daher, wenn der sich auf stur stellt, stellen sich die Chinesen auch auf stur. Und dann haben wir noch den 15. Dezember. Da sollen ja nochmal Strafzölle in Kraft treten. Also für mich ist die Kuh bei weitem noch nicht vom Eis. Und für die deutschen Anleger anscheinend auch nicht. Wir sehen es hier, der DAX leicht im Minus. Er ist im Plus gestartet, ist dann wieder ein bisschen abgetaucht. Die Skepsis bleibt. Gucken wir auf die Unternehmensnachrichten. Es gibt nicht so viele, aber von Wirecard gibt es was Neues. Und zwar die App Boom Planet versucht jetzt die Kunden zu locken mit Zinsen. 0,75% Zinsen soll es geben, wenn man sein Girokonto über die App von Wirecard, die da Boom Planet heißt, soll man die bekommen. Also, hört sich nicht schlecht an, ne? Aber es fehlt wieder so ein bisschen das Futter darunter. Wie viele haben die App schon runtergeladen? Wie viel bringt es? Und natürlich sind Zinsen, die Wirecard bietet, erstmal natürlich auch Kosten. Wie belastet das? Wie kann sich das alles unterm Strich rechnen? Diese ganze Argumentationskette fehlt wieder. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein hervorragender Schachzug. Die ganzen anderen etablierten Banken, die überlegen alle, wie können wir magenfreundlich unseren Kunden die Strafzinsen von der EZB schmackhaft machen, weil wir die nämlich weiterleiten. Zunächst sollen nur die Großkunden dran glauben und wenn jetzt Wirecard kommt und sagt, von wegen Strafzinsen, bei uns gibt es 0,75%, ist das natürlich ein Anreiz und natürlich könnte man überlegen, wechselt man dann nicht das Girokonto, geht in diese Boom Planet App und sagt, naja, lieber nehme ich 0,75% Zinsen mit, anstatt irgendwo anders Strafzinsen zu zahlen. Ist eine gute Idee, aber wir müssen gucken. Und natürlich kann man in der App auch noch shoppen und alles, hört sich alles hervorragend an, muss nur noch mit Zahlen unterfüttert werden. Heute kommt die Nachricht, deswegen nicht gut an. Wir sehen es, die Aktie leicht im Minus und von daher müssen wir erstmal abwarten, ob Wirecard wirklich da noch konkrete Informationen nachschiebt. Bislang können wir uns ja nur auf die Aussagen vom Vorstandsvorsitzenden Markus Braun verlassen. Ja, läuft alles prima. Ja, stimmt, aber nur die Aktie läuft wie immer nicht ganz so prima, aber zumindest können wir ja sagen, wir sind weiterhin über 120 Euro. Adidas ist heute auch ganz weit vorne bei den Tops und Flops. Da gibt es eine Hochstufung von der SocGen und wenn wir so zweifelhafte oder so verhaltene Marktlage haben, ist Adidas natürlich immer eine Nummer wert, eine Überlegung. Heute gibt es die Hochstufung von der SocGen auf Buy und deswegen sehen wir Adidas, einer der wenigen Werte, die im Plus sind und zwar mit 1,36%. Gucken wir uns die Tops und Flops auch direkt genauer an. Wir sehen es, die defensiven Titel sind wieder gefragt für Fresenius Medical Care. Adidas haben wir gerade drüber gesprochen, Vonovia, Deutsche Bank erholt sich wieder ein bisschen und Henkel auch. Also von daher müssen wir sagen, Konsumgüter und Bank sind natürlich ein paar kleinere Ausnahmen, aber trotzdem nehmen die Anleger anscheinend wieder ein bisschen Risiko heute aus dem Depot und dafür müssen natürlich Covestro, Lufthansa, die zuletzt sehr, sehr gut gelaufen ist, verliert heute ein bisschen, Volkswagen, die Autobauer, alle noch unter Druck, so ein bisschen auch Daimler geschuldet, der Kapitalmarkttag hat immer noch seine Nachwirkungen, den war am Donnerstag, Freitag gab es Analysten, die den Daumen gesenkt haben, heute gibt es nochmal Analysten, die den Daumen gesenkt haben, von daher die Automobilbranche immer noch so ein bisschen in der Bredouille. Trump hat sich ja auch noch nicht zu den Strafzöllen gegen EU-PKWs richtig geäußert. Also die stehen auch immer noch im Raum. Deswegen herrscht hier auch wieder ein bisschen Skepsis. Obwohl man sagen muss, VW wieder mit guten Nachrichten. Man hat alle Prognosen bestätigt bis 2025. Also von Flaute ja, aber von Krise bei Volkswagen auf jeden Fall keine Spur. Und auch nochmal das klare Bekenntnis zur Elektromobilität. Dies hat auch gelobt, dass Tesla jetzt kommt, haben wir auch drüber gesprochen. Die bauen ja in Berlin eine neue Gigafactory, soll bis zu 4 Milliarden Euro kosten, das Ding dahinzustellen. Aber trotzdem, Volkswagen freut sich über neue Konkurrenz. Ansonsten haben wir heute, ich habe schon gesagt, wenig Nachrichten, aber wir haben viele Übernahmefantasie im Markt. Viel, viel Übernahmefantasie. Und da gucken wir zuerst auf die Bolsa y Mercados Españoles. Die spanische Börse, Madrid, soll übernommen werden und es könnte eine Bieterschlacht geben. Zunächst war nur bekannt,
dass eben Euronext mit Madrid verhandelt. Und jetzt hat der Schweizer Börsenbetreiber SIXT sich ins Rennen mit eingeschoben und hat auch direkt ein Angebot auf den Tisch gehauen, und zwar 34 Euro je Aktie. Wir sehen, die Aktie ist ein bisschen drüber, aber man weiß noch nicht, wie Euronext jetzt reagiert. Die haben noch kein Angebot abgegeben. Die haben nur gesagt, wir sind lediglich in Gesprächen. Hat SIXT direkt ausgenutzt, der Schweizer Börsenbetreiber, und hat gesagt, na, da gehen wir direkt, machen wir direkt Butter bei der Fische, 34 Euro je Aktie. Und die spanische Börse hat direkt gesagt in Madrid, wir begrüßen das Angebot. Jetzt ist natürlich die Frage, legt Euronext noch eins oben drauf oder was kommt? Jedenfalls die Fantasie einer Übernahmeschlacht lebt und von daher die Aktie deutlich im Plus. Kiagen, ähnliches. Die haben am Wochenende gesagt, es gibt mehrere Interessenten. Die Aktie ist ja abgestürzt, die haben es gesehen. Hintergrund war, Prognose zurückgenommen, Vorstandsvorsitzender hat die Biege gemacht und da ging es natürlich kräftig nach unten. Jetzt sind einige Interessenten auf den Plan gekommen. Kiagen nennt keine Namen, hat nur gesagt, mehrere Interessenten haben sich gemeldet. Man weiß noch nicht, ob es zu einem konkreten Angebot kommt, aber trotzdem natürlich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also auch hier Übernahmefantasie und deswegen die Aktie heute auch über 12,09% im Plus. Dann haben wir noch Nordex, auch hier gibt es Übernahmegerüchte und hier sehen wir, dass von Acciona, dem Hauptaktionär, da beginnt heute die Angebotsfrist und die liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs. Wir haben auch hier schon darüber gesprochen. Ist mir so ein Scherzangebot, glaube ich, weil man so aufgestockt hat, musste man dieses Pflichtangebot abgeben, aber es ist nicht so richtig ernst gemeint. Von daher, wenn Sie die Aktie haben, bitte nicht verkaufen. Also ich, was heißt bitte nicht? Wenn ich sie hätte, ich würde sie nicht abgeben. So rum müssen wir es formulieren. Ich würde da noch warten. Also das Angebot ist mit Sicherheit nicht ganz so ernst gemeint, liegt ja auch deutlich unter dem aktuellen Kurs. Von daher, Füße stillhalten und einfach mal warten, was da kommt. Wir haben die Zahlen gesehen von Nordex, die waren ja jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Da haben wir auch hier drüber gesprochen, haben ja auch diesen kräftigen Satz, Umsatz ist nicht gleich Gewinn gemacht. Und deswegen haben wir gesehen, bei Nordex leidet die Profitabilität so ein bisschen. Zwiebel des Tages wurde gewünscht. Ich habe direkt wieder eine ausgegraben heute. Da machen wir Delticom. Wir sehen es, 6,13% heute im Minus. Es sind noch Nachwehen nach Freitag. Da gab es Zahlen, da gab es eine Prognosekürzung. Jetzt sollen Sparten eingestellt werden. Mitarbeiter sollen nicht entlassen werden. Ist ja immer ganz gut. Die sollen in anderen Sparten eingesetzt werden. Aber man will sich wieder komplett nur noch auf den Reifenhandel konzentrieren. Also back to the roots bei Delticom, aber vorerst haben die Zahlen nicht gepasst und das passt den Anlegern nicht. Das sind die Nachrichten des Tages, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Watchlist und sehen, auch wenn vieles rot ist, PowerCell läuft wieder, wir sind bei 60%, Apple läuft, wir sind bei fast 30%, totgesagte leben länger und Plug Power, lange Zeit vor sich hingedümpelt, jetzt schon auf Platz 3 in unserer Watchlist mit einem Plus von fast 20%. Auch hier ist wieder ordentlich Dampf in der Aktie, auch bei Umicore, unserem belgischen Batterieentsorger, da läuft es auch wieder hervorragend. Wir sehen es auch fast 20% im Plus und ThyssenKrupp auch. Also man kann eigentlich nicht meckern. ServiceNow war der letzte Neuzugang. Da haben wir ja gesagt, hier ist die Bill McDermott Fantasie. Vanessa, nicht so schnell. Meine Herren, bist du heute unterwegs. Da sehen wir es. Wo hast du es jetzt? Hier auch schon über 7% vorne. Also es läuft. Daimler ist so ein bisschen unser Sorgenkind. Elring Klinger kommt auch wieder so ein bisschen. Disney auch endlich im Plus. Und BioNTech erholt sich auch wieder so ein bisschen und wir gucken mal noch ein bisschen tiefer. Wir müssen natürlich auch das ansprechen, was rot ist. Und da sehen wir Beyond Meat, kommt nicht so aus dem Quark. Foslo müssen wir wirklich überdenken, die Aktie zieht jetzt nicht so richtig mit. Unser Schein auf Wirecard heute wieder ein bisschen im Plus und die Futures auf Silber. Naja, da hüllen wir mal den Mantel des Schweigens drüber und hoffen weiter. Aber ansonsten, wir sehen es auch, BBB Biotech ist kurz davor, auch bei uns ins Plus zu wandern, da haben wir auch lange Geduld gehabt, aber jetzt scheint sich da die Lage auch wieder deutlich aufzuhellen. Musterdepot, schauen wir auch drauf, wer liegt vorne im Rennen um das iPhone und es ist nach wie vor FuelCell Energies und Hello Labs ist deutlich zurückgekommen. Wir sehen es, jetzt haben wir nur noch einen Plus von 45,81%. Plug Power, finde ich sehr schön, dass sie im Rennen ist, liegt auch noch gut im Rennen, 33,21%. Aber zurzeit der Star in der Wasserstoffbranche ist eben FuelCell Energy und da läuft's. Aumann auch 28% im Plus. Wir sehen, wir haben hier viele Werte, die alle deutlich im Plus liegen. Also sie haben sehr gute Werte ausgewählt, meine Damen und Herren. Ist noch ein spannendes Rennen und wenn sie noch was anderes gewinnen wollen, da haben wir immer noch die Trading Masters, wo sie auch mitspielen können, wo es ja auch einen Mercedes gibt. Ich muss sagen, ich bin aus dem Rennen raus. Mein Wagen ist, glaube ich, weg. Bei den Aktien geht's noch so ein bisschen und gerade da liege ich noch so mal im Plus. Und wenn man dann aufs Hebeldepot guckt, da sieht man, wenn man Hebel im Depot hat, dann muss man täglich drauf gucken und darf nicht wachen. Vielleicht wechseln wir hier oben, Vanessa. Gucken wir hier, Depots. Depots, noch ein Stück höher, da. Genau, und dann steht hier, da drunter, Depotwechsel.
Und dann kommt meine rabenschwarze Bilanz. Wir sehen es hier, ich war sehr gut im Rennen, bevor ich dann meine Weltreise angetreten habe. Und da bin ich dann mit dem Schein bei Evotec ausgestoppt worden und mit dem Schein auf Pro7, wo ich mir deutlich mehr erhofft habe. Und seitdem bin ich im Minus. Aber heute habe ich mir noch mal was einfallen lassen. Ich setze mal auf den Dow, aber Short. Vielleicht kommen da ja doch ein paar schlechte Nachrichten jetzt nochmal raus zum Handelsstreit. Wir haben 28.000 gesehen, vielleicht mal so einen kleinen Rücksetzer jetzt nochmal, damit die auch in Amerika mal Luft holen. Deswegen gehe ich hier in dem Spiel Short. Aber Sie sehen es schon, ich bin so weit abgeschlagen, meinen Dienstwagen kann ich mir abschminken. Das war Mahlzeit für heute. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Morgen sehen wir uns wieder, gibt es eine neue Ausgabe. Bis dahin.